Hallihallo, meine Lieben, ihr guckt gerade zu, um zu sehen, was ist neu. Bei der Axt im Walde, während die Axt im Walde guckt, was ist neu in the Forest. Ja, und nicht anders, wo machen wir das? Natürlich in the Forest, in der neuen Version 0.21. In der Zwischenzeit, nach nicht mal 24 Stunden, nach dem Erstrelease, bereits mit 0.21b sowie auch 0.21c. Die beiden Updates haben hier Fehler behoben. Einmal mit dem Speicherstand, einmal weil man sich hier nicht bewegen konnte. Das Spiel läuft jetzt auch angenehm rund. Ja, läuft's hier noch, oder was? Gut, das ist wieder ein anderes Kapitel. Wir kommen auf jeden Fall zu den Neuerungen direkt. Es gab hier zahlreiche technische Veränderungen von wegen Virens. Ja. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja, wie auch immer. Neben den zahlreichen technischen Änderungen, wie hier wurde wieder mal ein Sound ausgetauscht, die Grafik lief nicht ganz sauber und was weiß ich noch alles. Haben wir hier eine neue Option? Maximale Bildwiederholrate, ja. 60 Bilder die Sekunde oder einfach gar kein Limit, keine Begrenzung für die Bildwiederholrate. Ja, wer es benötigt, kann das einstellen. Das ist in Ordnung. Ich lasse das hier unbegrenzt, ja. Ich sag mal, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das unbedingt auf 60 Frames die Sekunde stellen müsste. Ich habe hier zusammengesammelt für euch ein Stück hier vom Roboter, von der Spielfigur vom Timmy. Wer das nicht weiß, Timmy ist noch immer verschollen. Ja, wir suchen den noch. Gefunden hat den bisher noch keiner. Ein Bild haben wir hier, das ist auch alles, was uns vom Timmy geblieben ist. Zwei Teile habe ich auf jeden Fall von seiner Spielfigur bereits zusammengesucht. Die kann man jetzt ganz neu auf die Crafting-Matte drauflegen in der Version 0.21 A, B und C von The Forest. Ja. Ich papp das auch mal zusammen und habe hier ein Stück Spielfigur von Timmy. Ja. Die gucken wir uns jetzt ein bisschen näher an. Ja, die sieht so aus. Und ich denke mal, wenn man die anderen Teile hier findet, lässt sich das Ding wohl komplett zusammenbauen, ja. Ob das was bringt, was das dann bringt, man weiß es noch nicht. Auch ganz neu, das stand nicht in den Patch Notes. Man muss jetzt hier, damit man die Batterien wieder reinbekommt in die Taschenlampe, nicht einfach mit der linken Maustaste draufklicken. Ja, da passiert nämlich rein gar nichts. Ich muss hier die Batterien, das auch ganz neu, auf die Crafting-Matte drauflegen, die Taschenlampe dazu. Bekommen hier dieses nette Zahnrädchen und einmal kombiniert ist das auch wieder aufgeladen. Ja, ist neu. Ist ganz neu. Was auch neu ist, es gibt jetzt hier wie letztens mit den Kisten, in denen sich Getränkedosen, aber auch, was waren das nochmal? Ja, Dynamitstangen finden können. Gibt es jetzt hier auch Kisten, die Fackeln drin haben. Diese Teile. Ja, Flare, Fackel. Und das ist dementsprechend interessant. Denn die Fackeln gehören genauso wie die Dynamitstangen jetzt zu den Gegenständen, die sich nicht mehr automatisch entzünden, sobald man das Inventar voll hat und wieder einen aufnehmen möchte. Ihr kennt das vielleicht, ne? Bei den Fackeln ist das nicht so problematisch. Ja, wenn dann ein bisschen mehr Beleuchtung ist so mit den Dynamitstangen, dann macht es mal gleich hier Kabums und ja, mit lustig ist dann mal was gewesen. Und wie ihr das vielleicht hier erkannt habt, am Symbol links oben hier im Inventar zu den Fackeln, ist die Munition ist das für die Leuchtpistole. Ja, das heißt, die Leuchtpistole, die feuert hier jetzt quasi Fackelmunition ab, auch ganz neu. Ich nehme auch mal wieder die Axt in die Hand. So. Ja. Und ich sag mal, dem einen oder anderen ist das vielleicht auch aufgefallen, bei den Koffern gab es hier den Fehler, dass die Gegenstände aus den Koffern an und für sich bereits sichtbar waren, ja, bevor man die Koffer aufgeschlagen hat. Der Fehler wurde jetzt auch behoben, das ist eine gute Sache. Und weil wir hier gerade auch den Tennisball hier wunderbar vor uns haben, auch eine Neuerung.
Ihr werdet auch gleich merken, wie ich hier vom Tennisball zu dem eigentlichen Thema komme. Das Pedometer, ja, das soll jetzt nicht mehr aussehen wie so ein komisches Teil, wie so ein Mobiltelefon, sondern wirklich wie ein Pedometer, ja. Das sagen zumindest die Entwickler. Ich weiß nämlich nicht, wo das Ding ist. Das ist woanders. Das haben die verlegt, ja. Und das soll sich auch laut den Entwicklern bei den Tennisspielern finden, ne? Tennisball, Tennisspieler. Da gibt's aber noch eine Neuerung. Die stand auch nicht in den Patch Notes drin. Die Tennisspieler, die sind auch verlegt worden. Ja, das heißt, ich weiß nicht, wo sich die befinden. Die sind nicht mehr im Kannibalen-Hauptdorf. Ja. Und ich habe die jetzt auch bei meinen ersten Erkundungen irgendwie nirgends gefunden. Ich denke mal, Höhle 1 und 2 ist das. Da habe ich die auch nicht gefunden. Ja. Eine ganz komische Sache an und für sich. Ja. Koffer. Gut. Eine wirklich große Neuerung. Das ist eine der wirklich großen Neuerungen hier in diesem Update. Ja, mit der Taste E. Da hat sich ein bisschen was verändert. Das heißt, zum Anzünden von einer Feuerstelle, man erkennt das vielleicht auch hier schon. Ja, ein bisschen muss man hier die Taste E gedrückt halten, mit einfach so ein bisschen drauf rumzappeln und zuppen ist nicht. Ich muss die Taste gedrückt halten. Ja. Das trifft hier jetzt nicht nur auf Feuerstellen zu, sondern auch, wenn ich etwas trinken möchte, aus einem Teich oder eben aus dem Schildkrötenpanzerwassersammler. Wunderbare Sache. Oder auch beim Essen von Beeren, beim Essen von Pilzen und auch beim Essen aus diesen komischen Schalen, die man hier im Flugzeug serviert bekommt. Ja. Aber damit nicht genug. Auch bei Blaupausen ist das so, wenn ich die wieder entfernen möchte. Ja, das heißt, ich setze hier so ein Teil hin und auch hier sieht man das an dem durchgehenden, ganz durchgehenden Kreis, der hier neben der, um die Taste herum eigentlich, nicht neben der Taste, aber neben dem Symbol, um die Taste herum und ich halte die Taste C gedrückt. So, ja, ihr seht das, das läuft immer mit. Und ich halte die jetzt ganz gedrückt. Weg ist die Blaupause. Auch wenn man hier schon ein Fundament hatten, zum Beispiel, ich sag mal, Wände aufstellen möchte, gibt's hier die Autovervollständigung nur mit gedrückter Taste. Ja. Ich leg doch noch einen drauf. Das Ganze nochmal hier beim Schlafen und auch beim Speichern. Das sind die Neuerungen der Taste E, ja. Ich sag mal, ist eine nette Sache an und für sich. Ja, aber bei mir als zwei, drei Stück Blaupausen wird das wirklich frustrierend. Ich zeige euch das mal kurz, was ich hier meine. So, hier. Ja, ist ja egal. Ich nehme jetzt die Wand hier und hab da auch nicht dran. Und so weiter und so fort. Da gibt's ja hier mit den experimentellen Wänden, ja, da geht das hier ratzfatz, zack, zack. Ich habe hier eine ganze Wand aufgebaut mit, ich sag mal, 16 Stück Teilwänden. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst hier überall durchgehen. Ja, und irgendwann ist dann natürlich der Ofen aus. Und man denkt sich hier, mir reicht's. Aber gut, wir sind nach wie vor in der Alpha-Phase. Was nicht ist, kann noch werden. Und ich sag mal, da geht's nur mehr nach oben. Ja. Eine wunderbare Neuerung, die ich euch jetzt demonstrieren möchte. Das ist hier der schiere Wahnsinn. Die Defensive Walls, die Abwehr-Stachelwände quasi. Ja. Die sind auch ganz neu gemacht worden. Und die findet man nicht irgendwo im Buch, sondern direkt hier. Die neuen Wände quasi ersetzen die alten Wände. Ich klicke das an und man sieht sofort, ich bekomme hier genau ein einziges Stück, ein Pfahl. Ja. Und dann pappe ich hier mal dran und ich ziehe das hier rüber. Und wenn mir jetzt hier einer sagt, das gefällt ihm nicht, dann sage ich, na komm jetzt aber hier. Bist du aber schwer zufriedenzustellen. Das ist eine wunderbare Sache. Wir warten hier alle schon seit Version und Aberversion, ja, auf eine experimentelle Version von der Stachelwand. Das finde ich gut, das gefällt mir. Ihr seht das, was ich meine, ja. Hier alles in Teilwänden, Teilbereichen. Da kriegst du den Ausschlag von, ja. Wenn das hier 20 Stück, oder was weiß ich, hier sind, ja. Aber gut, genug des Plafasels. Es gibt ja auch noch eine Änderung.
Indirekt, ja, kann ich euch das hier demonstrieren. Die Änderung nennt sich Lochschneider. Ja, das findet sich hier bei den normalen Gebäuden. Eins weiter hier ist er, Floor Hole. Ja, im originalen Namen Floor Hole. Ich sage einfach jetzt hier Lochschneider. Die Entwickler sagen, Obacht mit der ganzen Sache hier. Das ist hier nicht rückgängig zu machen. Ja, wirklich Obacht. Nicht einfach drauf losschneiden wie ein Verrückter. Ja. Und wir klettern hier jetzt auch mal drauf. Gucken wir uns das Ganze an. So, rein in die Hütte. Ja. Und ich sag jetzt hier mal, ich möchte ein Loch haben. Ja. Geht nicht. Ich probiere das jetzt nicht aus. Ich demonstriere das auch gar nicht. Das könnt ihr selbst probieren. Jedes Mal, wenn das Ding benutzt wird und die Taste E gedrückt wird, muss man hier wieder in das Buch rein und draufklicken und so weiter. Und das möchte ich nicht. Die Anzeige hier ist nicht richtig. Ja, sollte an und für sich rot sein. Ich weiß nicht warum. Das geht hier nicht. Warum das angezeigt wird, ich schätze mal ganz gut. Das liegt wohl daran, dass hier unten drunter ein Fundament ist und bei den Fundamenten funktioniert das. Das einzige Gebäude, wo hier der Lochschneider wirklich funktioniert, ist das Fundament. Ja. Ich nehme mir das Ding und ganz ehrlich zugegeben, das ist hier ein Hammer-Effekt. Das ist der schiere Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Ja. Ja, ich kann das drehen, das bewegt sich mit, das ist hier froh und munter, lustig, tralala. Ja. Und ich zeige euch jetzt mal was Lustiges. Obacht hier, ja, auch aus dem anderen Sinne heraus. Das kann auch zu einer guten Falle werden. Für die Gegner sowie für die Spieler. Ich nehme das und drücke jetzt die Taste E. Ja. Ratzfatz, Mampf, ja. Und aufpassen. Wenn das hier ein höheres Fundament ist und man oben den Boden wegfrisst, dass man hier unten auch noch rauskommt. Ich habe das jetzt hier bewusst so platziert, dass ich hier Steine habe, an denen ich oben wieder raus kann. Sonst wird das wirklich ein bisschen eine Qual. Ich gehe jetzt pennen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich zeige euch noch was. Ja. Ausgeschlafen, aufgestanden, wieder hier zurück mit der Axt im Walde, direkt im Morgengrauen. Natürlich bin ich hier in der Hütte drin, kalt geworden und auch nass, man glaubt es nicht. Ja, natürlich ist mir kalt geworden, der Spielfigur, und ich bin kalt geworden. Nichtsdestotrotz, wir sind hier bei einem fabelhaften Sonnenaufgang. Ich springe hier auch mal aus unserer wunderbaren Hütte raus und runter. Und lauf hier entlang dieses Weges, der mich hier wunderbar nach oben führt. Ja. Ich zeige euch auch ein bisschen was natürlich in den, sag ich mal, meisten neuen Versionen, was sich grafisch getan hat. Oh Mann, ja, wir sind hier noch ein bisschen beim Sonnenaufgang. Das dauert, bis das hier alles gut zu sehen ist, aber ich stelle mich hier auch hin. Einfach mal so. Und ich sag mal, ihr habt früher vielleicht vorhin schon ein bisschen Eindruck bekommen, dass da irgendwas nicht ganz gleich ist. Wie in bisherigen Versionen. Ja, richtig. Am Wasser ist wieder ordentlich gedreht worden. Das gucken wir uns auch mal direkt an. Sobald hier der Sonnenstand ein bisschen besser ist. Wir haben, ich sag mal, wirklich eine gute Reflexion. Jetzt auf der Wasseroberfläche, das ist ganz egal, wo ich mich hier befinde. Das sind auch nicht mehr unbedingt hier irgendwelche Spezialgrafiken, die hier eingeblendet werden. Zumindest habe ich das noch nicht gesehen. Das ist ungefähr das, was auch ja, quasi gegenüber erscheint. Ja. Das Ganze reflektiert aber Gott sei Dank nicht zu heftig. Ja, wir laufen auch mal wieder runter. Ja, gut, so, das sieht man jetzt gerade so nicht ganz gut. Ja. Aber ich sag mal, es ist in der Regel ist es recht transparent. Ja, und mir gefällt das eigentlich ganz gut, wie das hier aussieht. Ja, man kann auch gut erkennen, dass hier die kleinen Wellen daherkommen.
Und wenn wir uns das von weitem angucken, ja, sieht das natürlich ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Aber auch ein netter Effekt. Ich finde auf jeden Fall, Wasser immer wieder in jeder Version, da können die Herren der Schöpfung dran drehen, wie sie möchten. Mir gefällt das gut. Und hier sehen wir auch eine Neuerung. In den Patch Notes erwähnt, allerdings nicht ganz so deutlich. Ein Wasserfall an der Außenseite. Ja. Auch den gucken wir uns an. Wir laufen nochmal hier runter. Ich denke mal, da drüben wäre es auch irgendwo runtergegangen. Bisschen steiler, aber immerhin. So. Dann noch mal rüber gelaufen. Ja, Schildkröten, die arbeiten und ackern sich hier durch. Und wirklich, das sieht ja fabelhaft aus, ne? Ja, richtig. Ihr seid hier live dabei bei Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde und wir spielen auch The Forest, das ist The Forest. Richtig, Wasserfall gab es bisher noch nicht. Und ich sag mal, wenn ihr hier rechts im Außenbereich vom Bild guckt, ja, wo hier das Meereswasser zu sehen ist, dann sieht das wirklich ganz schick aus, oder? Ja, gut, genug fachgesimpelt. Wir haben hier auch eine kleine Landzunge. Und wenn ihr hier durch das Land streift, wird euch auffallen, dass sich so einiges verändert hat und das ist nicht nur, also das ist dann nicht nur dieser Teil. Was sich auch verändert hat und auch das ist vielleicht dem einen oder anderen bereits aufgefallen. In die Richtung, in die ich gucke, dort geht die Sonne auf und in diese Richtung da drüben geht die Sonne unter. Ja, früher mal war das hier drüben und ja, gegenüber. So irgendwo. Ja, Schneeberg, da ist was aufgegangen, Sonne, Mond. Und da drüben ist das Zeug untergegangen. Jetzt kommt das von hier drüben und geht das nach da drüben. Ich weiß nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben oder aus welchem Grund das geschehen ist. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch neu. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das in den Patch Notes nicht vorgekommen. Ja, aber so gesehen war es das wieder mit den Änderungen. Das ist nicht viel. Gibt, wie aber erwähnt, zu Anfangs einen Haufen Änderungen im technischen Bereich, ein bisschen im Gameplay, bisschen bei den Gegnern und Haufen so Zeug. Kommt einfach mal wieder bei uns rein. forum.survivetheforest.net. Ihr findet mich auch dort natürlich. Und ja, wie gesagt, das war's. Heute bei uns zu Gast Mary und die verrückten Feuermöwen. Ja. Das sage ich auch mal danke, dass ihr da wart und vor allem, ich sag danke fürs liebe Zugucken. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und ich hoffe, ich lese von euch, bis ihr wieder von mir beim nächsten Mal hört. Ja? Danke fürs Zugucken. Nochmal erwähnt, doppelt hält besser. Einen guten Tag und macht was Gutes aus eurer Zeit. Das war die Axt im Walde. Ich sag tschüss.